Jedes Jahr grüßt das Murmeltier mindestens zweimal. Einmal Überführungsfahrt von der Terhofinsel zur Akonawoft und jetzt zum Winterlager die Überführungsfahrt von der Akorewerft zur Terhofinsel. Mit von der Partie Wolfgang, Petra, Nevenka, Volker und ich. Volker, der Skipper, natürlich ganz hoheitlich mit der Nationalen im Rückgrat. Wolfgang aus Ahrensböck, also genau 12 Kilometer von mir entfernt. Oder umgekehrt, ich bin 12 Kilometer von ihm entfernt. Ne? Wie auch immer. Wir verlassen die Yachthafeneinfahrt der Ankorawerft, haben hier einen schönen Blick auf die Marinekaserne und auf einen alten Zerstörer, der hier zur Rollenübung, insbesondere Feuerübung, dient. Also für die Rollen. Bye bye, festes Land. Wir gehen auf die hohe See. Genau, nicht für lang. Das, was ihr hier seht, das ist etwas sehr Besonderes. Das ist mein Zweitschatz. Darf ich ja leider nur so formulieren. Das ist Petra. Petra ist die Freundin von Volker. Ne? Also sagen wir mal, wenn man so will, erster Wachoffizier. Ne? Ja, genau. Du bist gemein. Und daneben seht ihr mein Schatz Nevenka. Und Nevenka ist mein ganz besonderer Admiral. Ja, also ich habe ja nur dann letztendlich Fußvolkstatus. Ist so. Heute machen wir uns mal das relativ einfach und Motoren über die Lübecker Bucht. Im Hintergrund sieht man dann Neustadt. Wir haben hier eine Tiefe von etwa 7 bis 7,7 Meter. Gleich kommen wir in ein Seegebiet mit etwa 16 Meter Tiefe. Das ist mal ganz, ganz interessant mal zu sehen, denn von hier sind wir Position aus Richtung Ankorawerft, hat man tatsächlich ein Fahrwasser eingerichtet. Ja. Achtung, ihr kommt jetzt noch. Mit Bier oder wie? Ja. Ja. Was hat er auch denn? Mit einem Bier noch. Das ist ja fest in der Brandung. Wenn man abends 20 Uhr vom Geburtstag oder vorher eine Versammlung hat, dann ist das so. Nee. Ja, okay. Kann man einen mit dem Buch raus noch nicht mal hier schenken. Also als Frau nur euch. Weil ich jetzt mal spazieren gegangen bin. Da habt ihr euch immer Sekt mitgenommen. Pass auf.